Ask me how I did it, I tell them grace. Yeah, yeah. Hey, ask me how I did it, I'm telling them grace. Ask me how I'm living, I'm telling them great. Ask me how I did it, I'm telling them grace. Ask me how I'm living, I'm telling them great. New me, no time to waste. Look at me, you see I don't play. I keep running, I'm out of shape. Need a hero, go find a cape. New me, no time to waste. Look at me, you see I don't play. I keep running, I'm out of shape. Need a hero, go find a cape. Also, my people, hä? Wie versprochen, wir sind heute einem Tag mit einem DJ. Wir haben hier den Simon Miles. Ich gebe dir schon schnell 30 Sekunden Zeit. Kannst du dir schnell vorstellen für meine Leute? Genau, mein Name ist Simon Miles, ich bin ein DJ und ein Songwriter-Produzent aus dem Aargau. Unterwegs viel in Zürich, viel St. Gallen, viel Kanton Bern, aber auch international. Und vor allem im Bereich House, EDM. Und dann mit dem Auflegen auch Open Form, also so wirklich etwas, was alle anspricht. Okay, dann fangen wir schon an mit der ersten Frage. Wie lange machst du schon das DJ-Ding? Auflegen tue ich jetzt für 7 Jahre. Okay. Und produzieren habe ich angefangen mit 13, also 9 Jahre. 9 Jahre? Mit 13 Jahren schon angefangen? Rechnen sollte man können. Nein, warte, ich produziere 8 Jahre. Damn, okay. Also lange Zeit. Was braucht es zum Beispiel, sagen wir, jemand, der zuschaut, will auch DJ werden? Was braucht man, um ein DJ zu sein? Zum DJ sein sicher ein gewisses Interesse für Musik, das ist eigentlich, das ist gegeben. Ein gewisses Taktgefühl, dass man Geschwindigkeiten von der Musik unterscheiden kann und jetzt schauen, was zusammenpasst, was nicht zusammenpasst. Alright. Gewisses Gehör für Tonhöhen. Also vielleicht ein bisschen Musiktheorie. Okay. Und was auch immer gut ist für einen DJ, wenn er das Publikum kann lesen kann, also so merkt, was gut ankommt, was nicht gut ankommt, was als nächstes gefragt ist. Okay. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was man braucht. Das kann man aber alles lernen. Nice. Wie wird man bekannt als DJ? Vielleicht erkläre ich ein bisschen. Zum Beispiel, jetzt als YouTuber ist es sicher gut, wenn du sehr konstant bist, eigentlich täglich YouTube-Videos hochladest. Wie ist das so als DJ? Muss man da jetzt täglich Beats raushauen oder irgendwelche Videos raushauen? Oder wie ist das genau? Wie kommt man dort so an die Bekanntheit an? Ja, so Konstanz ist ja schon etwas, was extrem wichtig ist. Jetzt wirklich auch, wo die Insta-Reels und die TikToks ein bisschen mehr kommen, ist es auch wichtig, dass man online präsent ist und solche Content hat. Es ist nicht mehr nur Musik, es ist wirklich auch viel Branding, viel Videomaterial dahinter. Ich würde sagen, täglich oder wöchentlich Beats rausbringen, das wäre falsch, weil sonst irgendwann ist die Qualität von einem Lied ein bisschen weniger hoch. Okay. Videos wöchentlich, immer Stories posten und ja. Was halt wirklich auch wichtig ist, dass man einfach überall ein bisschen vorhanden ist. Also dass man jetzt die verschiedenen Clubs vielleicht nochmal anfangen kann, Headline, dass sein Logo drauf ist, dass das Bild drauf ist und dass die Leute den Namen vor Augen haben. Mit anderen Leuten zusammenarbeiten, das ist nice. Vor allem im musikalischen Bereich etwas, was du eigentlich mega wachsen kannst. Also kann man so vom DJ sich so ein bisschen selbstständig machen und von dem leben? Okay. Das geht. Nice. Aber man muss dann dementsprechend den Namen haben, den ich jetzt auch sagen würde, ist noch nicht komplett dumm und das ist okay, so, das ist ein Prozess. Aber wenn man seine gewissen Residencies hat, die man jede Woche, jeden Monat spielt und dann dementsprechend einen Namen, der wirklich auch gerne gebucht wird, dann ist das möglich. Dann, wie sehen deine Pläne aus für die Zukunft? Bist du jetzt weiterhin einfach so ein bisschen... Ich habe gesehen, du bist auch international in Kroatien. Kroatien bin ich letztes Jahr. Okay, London bin ich letztes Sommer. Nice. In Österreich haben wir etwas gehabt und dann gibt es auch noch Spanien, Portugal diesen Sommer. Krass. Also du bleibst da dran, probierst so ein bisschen überall sein. Ja. Nice. Gut. Und wie lange brauchst du es oft, um mit so einem Beat erstellen? Wie würdest du sagen? Es kommt mega darauf an, ob du wirklich gerade in einer Phase bist, wo du mit inspiriert bist oder nicht. Grundsätzlich, so eine Hauptidee hast du eigentlich in einer Stunde, zwei. Aber bis du das Ganze rausproduziert hast, gemixt hast und wenn du mit einem Sänger oder mit einem Rapper zusammen schaffst, das Ganze wirklich auch, bis es schön aufgenommen ist, die verschiedenen Spuren, Harmonien, Vocal Mixing. Ich rechne mit 25 Stunden pro Lied. 25 Stunden? Also jetzt aufteilt so in... Aufteilt auf alles zusammen. Nice. Dann letzte Frage noch. Was würdest du den kleineren DJs mitgeben, um so ein bisschen Motivation oder
Tipps oder so? Ich würde wirklich sagen, hey, sucht die mehr oder weniger Nische, die euch gefällt. Also den Musikstil, wo ihr wirklich für eine Flamme sind dafür, wo ihr die grösste Ahnung habt, wo ihr ein Idol habt in dem Musikstil. Bleibt dort dran und gebt einfach nicht auf, weil es braucht Zeit, es ist ein riesen Prozess und die Reise kann man aber auch mega geniessen, wenn man die richtige Einstellung hat dafür. Das ist etwas, was man eigentlich schlussendlich produktiver macht und ein bisschen dankbar. Nice. Also bleibt dran, macht euch ein Ding und arbeitet mit so vielen Leuten zusammen, wie ihr könnt. Genau. Das war es mit dem Interview. Merci vielmals. Wir sehen uns dann beim Auftritt. Genau. Bis später. Bis nachher. Peace. She want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. Baby, don't try, just stop it. You should know that I got options. I be fly like I live in the car. So, my people, hein? Wir sind da gerade auf dem Weg Richtung Basel. Simon ist noch sein Set am Vorbereiten. Wir haben gerade mitbekommen, das Set geht 6 Stunden. Also der Boy muss 6 Stunden am gleichen Ort sein und 6 Stunden auflegen. Erzähl uns mal, wie ist das möglich? Ich habe das Gefühl, wenn man sich vorbereitet und so einen gewissen Ablauf im Kopf hat, mit welchem Stil du anfängst, mit welchem Stil du aufhörst und was du Peak Time machst, funktioniert es. Man sollte nicht zu viel trinken, sonst rennst du zu oft aufs WC. Aber ich sage ganz ehrlich, ich habe noch nie 6 Stunden gespielt, ohne dass du eine kurze Pause machen musst. Also stehst du 6 Stunden oder kannst du auch so du mal abhocken? Du stehst 6 Stunden dort. Stuhl gibt es nicht, das sieht nicht schön aus, wenn der DJ sitzt. Oh mein Gott, was denn? Und deine Beine nachher sind geschlossen? Es geht, ich stehe mit dem Schaffen, es ist auch viel. Also, 6 Stunden, das ist crazy. Alter. Hey, wir fahren jetzt weiter, wir sehen uns nachher, wenn wir dort sind. Sir. So Jungs, wir sind jetzt hier im Barat Club, behind the scenes. Die Leute sind schon alles am Vorbereiten. Wir lassen die mal ihr Zeug machen. Wir sehen uns später wieder, sobald alles aufgestellt ist, sobald es turned ist. Filmen wir ein paar Sachen, schauen, was der Web ist. Tell a man no trouble, I don't want beef, man, I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then dead, I'm on site. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype, nah. No need for the snoozing. Big whip outside, I'm cruising. Big stick inside, no losing. Better watch out for the Slick and Judases. Don't ask them who this is. I bet they know where I'm moving in. I bet I show it into a dim. How you hating, then lose again. How you hating my vibes? Why you wasting my time? Getting hype on my line. Tell a man I don't want feedback, I just want relax. Brand new whip, two-tone, I need that brand new hit. You know, like lean back, brand new bits. I live and we back. My people, hä? Es ist jetzt schon 10 vor 10. Wann geht's genau los? Um 10. Um 10? 10. Oh shit, 8 Minuten, hä? Bist du eigentlich auch so nervös? Wahrscheinlich habe ich so nervös vor dem Auftritt, oder? Ich finde gesunde Nervosität, ja. Voll. Immer noch dann. Ich bin eigentlich immer ein bisschen aufgeregt, vor allem wenn es wirklich so in den Main-Time hineingeht. Aber weniger aufgeregt bin ich wirklich, wenn ich so Lounge-Musik spiele und die Leute nicht wegen DJ kommen. Und wirklich, wirklich aufgeregt bin ich, wenn es so Open-Air-Festival-Sachen gibt. Okay. Wirklich auch irgendwie angekündigt wirst du und dann für deinen 1 Stunden Slot auf die Bühne gehst. Aber jetzt vor so einer 6 Stunden? Schon ein bisschen, nicht? Ja. Vor allem, wenn ich einfach auch weiss, es braucht die Ausdauer. Aber bist du ready? Bist du vorbereitet? Born ready. Born ready. Und du auch? Ready? Yes, ich hoffe es. Ja, ich glaube, heute wird es eine gute Party. Ja? Yeah.
bis 7 Uhr näher. Hä? Sie sind am Schaffen, hä? Werden wir schaffen, drin kommen. Es kommen fast um Leute. Dann gehen wir führen. Werden turn. Das war crazy, ich muss sagen. He? Simon Miles ist crazy gegangen. Muss man wirklich sagen. Und yeah, he? Wir gehen heim. Zürich wieder. We in the studio, nigga, we riding. Reach for the stars, pull up on you, nigga, we sliding. Spit in the bars, we in the studio, nigga, we riding. We go to charge, pull up on you, nigga, we sliding. Gonna take you.